Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Oxide, Oxide Room 104. Ja, ich habe schon mal gestartet, um zu sehen, ob alles funktioniert. Ich hoffe, dass die Cutscene nochmal kommt. Ich befürchte aber nicht. Dann muss ich gleich einmal erzählen, was da zu sehen war. Aber wir starten jetzt mal. Da habe ich ja Glück. Oh ja. Bleiben wir einfach mal so eine halbe Stunde hier. Vielleicht ist das Spiel dann schon vorbei. Nein, komm, wir stehen auf. Wir sind unter Wasser. Wir befinden uns unter Wasser. Also, ne, in einer Badewanne. Oh, where am I? My head. Und dann steigt er da so aus. Stand up. Where the hell am I? The motel. And that man. But how did I get here? And how did I get so banged up? Oh. To get out of here. Das ist richtig. So, und hier sind wir im Badezimmer eingesperrt. Es ist so ein kleines Horror-Survival-Escape-Room-Game. Ich habe mich schon mal so ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht, die ein bisschen kompliziert ist. Deswegen, wenn ich Fehler mache, das wird passieren, ja? Das wird auf jeden Fall passieren. Auf E haben wir unser Inventar. Dann haben wir auf Tabula, die Dokumente, die gefunden. Ah, es gibt auch Dokumente zum Lesen hier. Und ja, wir müssen quasi den Ausgang finden. Also aus dem kompletten Motel. Und herausfinden wahrscheinlich, was hier vor sich geht. Die Tür ist abgeschlossen natürlich, of course. Und wir können mit fast allem interagieren. Ne, er sagt zu allem etwas. Das ist unsere Aufbewahrungstruhe. Da ist natürlich nichts drin. Und hier haben wir ein Klo. Untersuchen. Urinieren. Oh no! Rudi! Zieh durch! Jawohl. So. Jetzt lohnt sich das doch erst, das Ding aufzunehmen. Oh fuck. This is disgusting. Oh, schön. What's this small key? Ja, der
It's not working. Ach, schade, 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 schade. Okay, geil. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nice. Was haben wir hier? Bad salts. Bad salts. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Fluffy, but kind of dirty. Ich habe noch nie geschrieben. Falls also jemand das hier liest, hoffe ich, dass ihr mich nicht zu schnell verurteilt. Ich fand es schon immer interessant, darüber zu reden, was mir passiert und meine Abenteuer zu ergründen. Aber ich hatte nie Zeit dafür. Jetzt ist es genau das, wovon ich am meisten habe. Zeit, in den Himmel zu blicken und zu schreiben. Was spricht dagegen? Seit ich in diesem Hotel bin, habe ich kaum etwas gemacht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich irgendwie beschäftige. Eve. Oder Eva. Wir wissen noch nicht, wer Eva ist. Keine Ahnung. Ob das unsere Freundin ist oder ob das auch eine ist, die hier eingesperrt wurde. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten in diesem Motel, also wird das wahrscheinlich doch eher jemand sein, der auch im Motel gefangen war. Allerdings habe ich zunächst aus purer Langeweile angefangen, seine Stockwerke zu erkunden. Ich kann nicht leugnen, dass ich neugierig auf seine Vergangenheit geworden bin. Meine Neugier wurde geweckt, als ich einen Raum fand, der nicht auf dem Grundriss stand. Bisher weiß ich, dass es im Hotel 37 Zimmer gibt. Drei mehr als in den Plänen des Gebäudes. Warum wusste niemand davon? Das könnte die richtige Zeit für mein zweites Hobby sein, das Schreiben. Auch wieder von der Eve. 373. Das ist verschlossen. Was mache ich hier? Ich erinnere mich, dass ich mit dem Auto meines Partners zu diesem alten Motel gefahren bin, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist, als würde mein Kopf explodieren, meine Hand und Fußgelenke brennen. Ich kann nichts verstehen. Was ist mit meinem Partner Josh und dieser Frau? Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich dieses verdammte Telefon losgeworden bin. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt einen Anruf machen könnte, Matt. Also, Josh? Ist derjenige, der wahrscheinlich mehr weiß, der uns nämlich gewarnt hat. Aber wir haben ja unser Telefon weggeschmissen und haben die letzte Nachricht nicht mehr gelesen. Ja, weil man macht das so. Wenn man sauer ist, schmeißt man sein Telefon weg und lässt es da liegen. Jetzt natürlich die Frage, ist das ein Geschäftspartner oder... Ich kann das mit Gewalt öffnen? Mach mal. Geht das? Passiert was? Also irgendwie passiert doch nichts, ne? Ich soll das schnell drücken. Ach, jetzt gedrückt halten, ey. I think I can get it open. Shit! Oh. Ja, perfekt. Oh. Oh, that hurts. Bleeding. Ja, super geil. Oh, fuck. My clothes. Ganz tolle Geschichte. Ganz, ganz toll. Super. Looks like the key to the bathroom door. Metal canister. I don't know what's inside. Bad salts, bad salts. The bottle looks rusty. Na supi. Okay, wir müssen raus und irgendetwas finden, womit wir uns vielleicht heilen können, aber ich glaube, dass das nichts wird. Wir können jetzt die Sachen miteinander irgendwie kombinieren. So zum Beispiel. Dann können wir untersuchen und reinschauen. Ach, guck mal, hier ist sogar Bandage drin. Oh, warte, nimm das! Puh. Holy shit. Okay, also nicht versuchen, diese Schublade zu öffnen, sondern irgendwie mit dem Schlüssel. Also jeder Fehler kostet wohl extrem hier in dem Spiel. Steht auch Matt dran. Wir sind Matt. Richtig Matt. Böse Matt sind wir. Oh shit. What the hell? What the hell? Leave me alone, please. Einmal einfach auch mal Fenster aufmachen, ne?
Ah, das ist die Aufbewahrungstruhe. Alright. Ach ja, genau. Wir haben jetzt hier. Das müsste, glaube ich, Gegengift sein, ne? Für verschiedene Gifte basiert auf roten Kräutern. Ich verstehe es zwar nicht, aber es wird schon funktionieren. Ja, klar. Ach, wir haben noch das Ding hier. Was war das nochmal? Drei, ich glaube, sieben und nochmal die drei, ne? Ich werde so oft sterben, ne? Ich sehe das schon kommen. Ach, ich dachte, das wäre das Handy. Oh, locked in again. I have to get out of here. Wer bin ich? Mein Name ist Matthew Gay. Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren. Kurz nach dem Tod meiner Eltern brachte man mich als Kleinjung in das Vereinigte Königreich. Ich bin in einer kleinen Stadt an der Küste aufgewachsen, der anscheinend einmal ein Teil meiner Familie gelebt hat. Der Ort war wie ausgestorben. Sobald ich konnte, verschwand ich von dort und kehrte nie wieder zurück. Ich habe seitdem nicht aufgehört. Ich war schon immer rastlos und durch meine Arbeit bin ich durch ganz Europa gereist und habe auch einige sehr wohlhabende Leute kennengelernt. Man könnte sagen, dass mein Leben gut lief. Ich arbeite mit Währungen, Vermögenswerten und so etwas und ich arbeite gelegentlich als Programmierer, was man eben so macht, um über die Runden zu kommen. Matt. Da ist das Krabbelfieh. Doesn't move. I don't like it. Nehmen wir auch nicht. Also wir wissen ja, wir haben ja gerade festgestellt, Fehler, ne? Wenn du einfach irgendwo was machst. Und mein Partner? Ich kenne Josh noch nicht lange. Er ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Ehrlich gesagt habe ich ihn nie besonders gemocht. In Wahrheit mag ich ihn so sehr wie einen schnellen Tritt in die Eier. Aber was soll man machen? Er macht einen tollen Job und verdient eimerweise Geld. Und sein Jobs erscheint nicht allzu wählerisch bei Dingen zu sein, die er tut. Ich stelle nie viele Fragen. Ich denke, es gibt Dinge, die ich am besten nicht weiß. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig. Wenn Sie ihn bei etwas Illegalem erwischen, werde ich nichts für ihn riskieren. Matt. Aber guck mal, er hat was für dich riskiert, ne? Und wollte dich warnen. Tön, 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 tön. Evil. Evil Metal Knievel. Waspel, a clean ashtray. Clean Esriet. Aschert? Was? A clean ashtray. Habe ich noch nie gehört. Aschenbecher. Aha. Schmerz, 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 Evil. Keine Ahnung, was das mit diesem Evil ist. Ob das vielleicht. Nee, Josh hat uns gewarnt, das kann nicht sein. Oder ist das vielleicht Eve verwandelt? Oder wir haben ja diesen Typen in Orange gesehen, ne? Jo, stimmt. Oh. Ich glaube. It's locked. Hatte ich nicht noch einen Schlüssel? Schlüssel für die Kommode. Da steht sogar Schlüssel für die Kommode. Und ich habe die aufgebrochen. Weil den brauche ich ja dann nicht, ne? Dann kann ich den doch eigentlich jetzt schon mal in die Auf. Oh, ich so doof, ne? Aber weiß ich doch nicht, dass das passiert. Dass ich mir erstmal mies den Kopf stöße. Aber ich weiß, glaube ich, was wir machen müssen. Nee, ist ja zu. Ja, guten Morgen auch. Guten Morgen auch. So, pass auf, warte, ich muss jetzt erstmal einmal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Das ist eine kleine Taschenlampe. Leerer Teekessel, es befindet sich kein Wasser drin. Ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, was er möchte. It looks like this was lit just a bit ago. Wasser. It seems like no water comes out of here. Badewanne. I'm not going back in there. I'm not going back in there. Hier? Hier. Nee, geht auch nicht. Ach, volle Power oder was? Ah, volle Power brauchst du.
Warum geht er nicht einfach in eine Badewanne? Ist das Wasser ihm zu dreckig oder was? It's full of cold water. A spring of cold water. We have it. And we will use it. Über die Kerze vielleicht erhitzen und dann über das Vieh? I have to get it. It looks like this was lit just a bit ago. Das Ding funktioniert. Mach mal aus. Nicht, dass er sich jetzt wieder verletzt, wenn er das Ding da drauf stellt. Na gut, dass der funktioniert, wa? Geht das? Aufnehmen? Inventar? Perfekt. Nice. Wir haben einen Schlüssel. Sonst haben wir hier sonst noch irgendetwas? Okay. Vertrau dir da mal, mein Freund. So, aufbewahren und dann packe ich, glaube ich, sofort den Kessel auch weg. Weil wir haben ja nicht unbegrenzt Pockets, ne? It's locked. Aber die Steuerung, also diese ganze Menüführung ist sowas von weird, ne? So weird. So, so weird. Wir gewonnen? Nein. Hey! Ist das Eva? What the hell? What? Shit! What the hell is going on here? Was? Wie? Alter Shit. Verwalter, was ist das denn? Yo, guten Morgen. Oh no, das funktionierte gerade auch schon nicht. Oh, es hat funktioniert. Die ist da drin. Wie? Shit. Ew. Come on. Ew. Was sind das denn für Viecher? Und warum ist sie hier rein und dann auf einmal disappeared? Die ist ja einfach verschwunden. Was ist das? Was ist das? Warte mal. Es hat den Bauleiter gehört. Darauf steht der Name R. Lorenzo. Und warum ist das wichtig? Motel. M. Vorsicht mit dem Pool. Treppe. Vorsicht vor dem Virus in 108. Badezimmer von Zimmer 104. Da waren wir, ja? Das ist ein Revolver. Ah ne, da ist ein Revolver. Wo? Ach, wir sind hier rausgekommen. 104 sind hier entlang. Dann gibt es da wohl eine Treppe. Dann der Ausgang ist da. Okay, dann zweimal X. Vorsicht mit dem Pool, Poolbereich. Aber warum nicht mit dem Pool? Warum mit dem Pool? Vorsicht vor dem Virus in 108. Na supi, ich freue mich. Da ist ein Revolver. Wo ist ein Revolver? Hier ist ein Revolver. Mit Moody. Der Tod ist nur der Anfang. Ich will sterben. Ich will sterben. Warum kann ich nicht einfach sterben? Ich halte das nicht mehr aus. Ich will es nicht mehr aushalten. Evil. Wer ist Evil? Evil wird ja nicht die sein. Das wird vielleicht Eve sein, die in unserem Kopf noch irgendwie herumspukt oder geistert. I don't know. Seit meiner Ankunft wurde dieses Motel immer renoviert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es verwaltet oder was sie genau tun. Ehrlich gesagt sieht es für mich immer gleich aus. Nun, es hat sich etwas geändert, aber zum Schlechteren. Seit im Poolbereich gearbeitet wird, ist es fast unmöglich, vom Gemeinschaftsbereich dorthin zu gelangen. Es ist immer etwas im Weg oder jemand macht etwas mit den Schiebetüren. Mit den Schiebetüren? Dank meines Detektivgeschicks fand ich einen anderen Weg, eine Verbindung zwischen Zimmer 203 und 303. Ich glaube, jemand hat diesen Eingang dort gelegt, um beide Räume miteinander zu verbinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ein weiteres großes Geheimnis des Motels. Ich benutze ihn oft, um mich davon zu schleichen, da nie jemand da ist und diese Räume nicht benutzt werden.
Also wenn das doch Eve ist, ne? Warum erzählt die? Also die müsste ja dann auch hier gefangen worden sein. Warum erzählt die denn dann nichts von diesen Viechern? Die müssen die doch auch dann verfolgt haben, oder? Dass du so einen kleinen Überblick hast. Was sind das für welche? Oh, Arcane Curry. Dann pack den mal weg, oder? Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Und das hier? Die Müllbilden auf jeden Fall behalte ich. Gegengift weiß ich noch nicht. Wir können ja schnell hier hin, oder? Hoffe ich. Hoffe ich. Wir werden testen. Okay, was für einen Schlüssel habe ich denn jetzt überhaupt? 111. Das war 104. Da müsste 1 und 1, also 111. 111. 111 irgendwie hier sein oder so, ne? Das ist ein ganz komischer Kreis. Hier komme ich gar nicht durch. Ist das ein Symbol? Die kann ich leider nicht öffnen. Und hier waren zwei X'e. Das sind dann die, weil die verbarrikadiert sind. Ein Haken. Der an eine Art Haken befestigt ist. Nice, nimm ihn mit. Wenn so ein Vieh kommt, wird er enthakt. Wie kriege ich denn eigentlich die Waffe? Mach mal weg. R. Mausrad. F auch nix. Da erst recht nicht. Nee, das war die Karte. Ich kann auch ranzoomen. Was? Was ist das denn? So funktioniert das mit der Waffe, dann hat er die permanent in der Hand. Hier ist eine Schaufel. Oh no, warte mal. Ist das dafür? Könnte sein. Also kann ja nur in so einem Erdgebiet sein. Die Frage ist nur, wofür benötige ich den Haken, ne? Also der Pool, keine Gefahr. Dieser Pool ist gefährlich. Da ist auch irgendwie was unten drin. Erstmal setzen. Nee. Holy shit, ey. Ah ja, sieht man jetzt auch, dass er den Revolver in der Hand hat. Oxid, was ist Oxid? Wer ist Oxid? Ich bin Oxid. Evil. Stock? Ein X? Da ist ein Schlüssel. I can't reach it. Das ist lang. Der Haken ist ins Wasser gefallen. Super. Zimmer 210 und 111. Wir gehen erstmal, glaube ich, in 111. Ne? Das war zuerst da. Bevor wir jetzt irgendwie was machen, was vielleicht gar nicht gewollt ist. Aber ich wollte einmal um den Pool herum. Mal zu gucken, ob irgendwas hier ist. Weil der sagt ja gefährlich. Das war wahrscheinlich die Gefahr, ne? Batterie. Ah, ne, das sind keine Batterien, das sind Bandage. Wahrscheinlich wegen dem Vieh hier. Weil das runtergeflogen ist. Keine Ahnung, was das für Viecher darstellen soll und warum die da sind. So, hier ist zu. Abgeschlossen. 109, abgeschlossen. Oh, da hat jemand Spaß seines Lebens, ne? Hier hat richtig Spaß. Das ist 111, da müssen wir rein. Und hier? Jeder Tag hier ist unerträglicher als der davor. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, um mich sicher zu fühlen. Denn jetzt scheint es nirgendwo mehr sicher zu sein. Ich habe große Angst.
Aber so sehr ich es auch versuche, es scheint, als wäre ich hinter diesen Mauern eingesperrt. Ich habe Angst, dass die anderen gehen und ich in dieser gewaltigen Dunkelheit alleine bin. Warum passiert mir das? Warum kann ich nicht entkommen? Oma, warum hast du mich hierher geschickt? Eve. Die Oma? Ist es vielleicht, dass Josh gar nicht existiert? Ja, nee, der hat uns ja auch noch gewarnt. Das kann nicht sein. It's locked. Das kann ja dann nicht sein. Aber warum sollte die Oma... So, weißt du, dass das so ein Lockangebot ist, ne? So, hallo, hier ist deine Oma, komm mal vorbei. Ich bin gerade in dem Hotel. Weiß auch nicht, warum. Diese Wesen sind blind, aber wenn sie etwas hören oder spüren, greifen sie direkt an. Du kannst deine Waffe benutzen oder in die Hocke gehen und leise bleiben. Na super. Nach dem Unfall sprach ich mit ein paar Leuten, um herauszufinden, wer mir geholfen hatte. Aber niemand erinnert sich, jemanden in orangefarbener Kleidung gesehen zu haben. Ja, das ist der Typ, der uns ja gepackt hatte. Ich habe auch das Gefühl, dass mich seit diesem Tag jemand beobachtet. Ich fühle mich nirgendwo sicher. Ich frage mich, ob die Person, die mich gerettet hat und diese seltsame Präsenz etwas miteinander zu tun haben. Hm. Der macht mir echt ein bisschen Sorgen. Oder die. Oder das, was auch immer. Wir haben hier was? Schubladen? Oh no, oh no, oh no, oh no. Schnell. Seltsame Dinge? Irgendwas? Keine Zeit? Da ist nichts drin. Ein Schlüssel. Das ging, das ging, das ging, das ging, das ging. Geschlossen. It's a metal figure of a person. Ja, bleib du mal da, auf entspannt. Ich will nicht mehr leiden, es tut mir weh, es tut mir so weh. Warum tut er mir das an? Blut, Eingeweide, Finger. Evil. There is nothing in the teapot. Das ist ein Schlüssel. Das nicht. It seems like no water comes out of here. Looks like there's something inside, but I can't see it. Das Vieh kommt, das Vieh kommt, das Vieh kommt. XXO? XXO heißt, das ist eine Falle oder was? Das könnte sein, ne? Dass das eine Falle ist. Looks like there's something inside, but I can't see it. I can't carry anything else. Oh no. Oh no, oh no, oh no, was mache ich jetzt? Habe ich irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Kann man überhaupt Sachen wegschmeißen? Nee, ne? Okay, denke ich dran, dass ich hierhin wieder zurück muss? Oh, schaffe ich das? Ein... Oh, au, Das Mistding, du. It won't open. Ich muss die Sachen loswerden erst, ne? Um das Ding mitzunehmen. Machen wir mal eben... Get inside the motel. Es würde es leicht zerbrechen. Okay, das sind Dietriche. Damit werde ich wahrscheinlich keine richtigen Türen öffnen können, sondern nur irgendwelche Kisten und so weiter. Deswegen packe ich die, glaube ich, mal rein. So, aufbewahren. Ich habe doch da noch einen Schlüssel. Gib mir den mal. Was ist das nochmal? Ah,
Badezimmerkommode. Ah, nee, Badezimmerkommode. Ja, okay, nee, das bringt mir nichts. Ach, shit. Das war der, den ich ja jetzt falsch genutzt habe, ne? Dann gehen wir mal eben kurz nochmal da rein und holen uns diese Schatulle, diese Vase, was auch immer. Ach, der lässt die Schlüssel stecken. Musst du trotzdem nochmal reindrehen, dann lass doch direkt offen. Achso, okay, ja gut, du musst immer so ein bisschen, ne, damit du reinkommst und rauskommst und so weiter und so fort. War das mir ein bisschen zu heiß, jetzt an denen so vorbei, ne? Weißt du, was er für eine Reichweite hat? Oh no, jetzt geht er dahin. Das ändert sich! Boah, ich hätte... Boah, gut, dass ich jetzt... Nee, das mit... Was? Wo? Lass mich gucken. Boah, ist das eine miese Falle, ey. Ich wäre jetzt... 210. Und 103 habe ich noch. 103. Ey, überleg dir das mal. Ich hätte da voll zugegriffen. War 103 nicht mit 303 verbunden? War das das? Ich muss ja eigentlich nur einmal reingehen, ne? Dann lässt er die Schlüssel da drin stecken. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz auch im Inventar. 103. Ich bin aus 104 gekommen, müsste daneben sein. Dum, 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 dum. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt eine Falle, die wäre runtergekommen, hätte mich voll erschlagen. Gott sei Dank nicht. 101? Dafür hätte ich den Haken gebraucht bestimmt, ne? Oh, yo. Dafür hätte ich den Haken genutzt. Oh, yes. So ein Mist. Vielleicht erst damit, damit die Leiter runterkommt und dann erst da fischen gehen. Ah. Oh. Alter, was ist denn hier los? Für Inventar. It looks like some kind of demonic symbol. Oh, nice. Mehr Pockets. Was war das? Badezimmerschlüssel. There's nothing in there. Oh, ich will da gar nicht hingehen, ey. Wer weiß, was das für ein Vieh ist? Ey, bist du eklig. Einfach ein Klumpen von Fleisch, du ekliges Ding, du. Da kannst du auch weinen wie so ein Baby. It's a children's toy. Somewhat old. Oh, ich hab schon keinen Bock, Türen zu öffnen, ne? Safey. Munition nehme ich gerne mit, dankeschön. An empty toilet roll. That's not very, it's not working. Schade. A metal canister. I don't know what's inside. Hat er eine Quietscheente mitgenommen? Job. There is a name on the label. Job. There is a name on the label. Job. Heißt der so? Der Klumpen Fleisch? Der Fleischklumpi? The faucet isn't turning. A metal canister. Cotton tap. Toilet paper. Fluffy. Ich höre immer wieder Stimmen und ich spüre diese Präsenz immer mehr in meiner Nähe. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich wandere nicht mehr im Motel herum und versuche in meinem Zimmer zu bleiben, wo ich mich sicher fühle, obwohl ich mir dessen jetzt nicht mehr sicher bin. Alle anderen haben große Angst. Alle anderen. Es passiert immer wieder schlimme Dinge. Und obwohl es immer eine natürliche Erklärung gibt, scheint sie kein reiner Zufall zu sein. Eve. Schlimme Dinge passieren. Schlimme Dinge. Electric socket.
Ach, das ist meine Aufbewahrung. Könnte ich hier das E und die Dingsbums hinpacken, ne? Ein O. It's a children's toy. There is nothing interesting in this book. Wo bin ich? Dieser Ort. Bin ich im Hotel? Wo bin ich? Bitte, jemand soll mir helfen. Hilfe, Evil. Evil. Ist das vielleicht Evil? E-A-O. Eao. Was will dieses Motel von mir? Warum bin ich an diesem Ort gefangen? Was ist dieses Motel? Seine Wände werden immer kälter und der Geruch des Todes stärker. Ich muss hier raus. Ich kann nur an Flucht denken. Ich glaube, ich werde verrückt. Man. Als wenn wir schon überall hier gewesen wären, ne? Oh, warte mal. Munition? Ah, ich glaube, ich weiß, was er möchte. Wir hatten ja den Namen, ne? Das heißt, ich brauche das A nicht. Ne, warte mal, warte, was machst du denn hier? Ne, warte mal, hallo. So, ja, Steuerung halt, ne? Weird. Also wenn, dann brauche ich, glaube ich, nur das J, das B. Die Frage ist halt nur, was mache ich damit? Kann ich die öffnen? Damit verwenden? Will er die... Aber die Frage ist, wohin? Das geht. Muss ich das jetzt von jeder Seite aus machen? I don't know, wir testen. Holy moly, holy moly. That thing isn't there anymore. War gut, oder was? .202 war wohl gut. War wohl richtig gut. Aber brauche ich die Ente nicht mehr. Oh nice, das war richtig gut. Aber ich bin gleich auch am Limit mit Aufbewahren, ne? Ich habe noch Dietriche. So, war denn sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, dass ich die Teile brauche, oder? Also ich versaue jetzt nicht mein ganzes Inventar damit. Oh, warte, mach nochmal hier offen. Da war nichts drin. Okay, alright, alright, alright. Feuerzeug, ein Mal, Mehl, Mal, Mul. There is nothing interesting in this book. Das Bild hängt komplett bescheuert. Ein Teddy. It's a children's toy. Somewhat old. It won't open. Also bin ich hier, glaube ich, fertig, würde ich sagen. Öffnen.